Das nächste große Event wird also eine 10-jährige Halle der Helden-Event sein. Es sind einfach alle alle Hallen der Helden, die es jemals gab. Und das könnte gerade für Anfänger etwas erschreckend wirken. Und deswegen werde ich jetzt ein Video darüber machen, im kurzen Knappen. Zu versuchen zu erklären, auf welches Monster man sich darauf fokussieren sollte. Denn ich kann jetzt schon mal von vornherein sagen, es sind nicht immer die LDs das, was der Way to Go ist. Ja, das kann ich schon mal sagen. Bei Leuten, die jetzt im Midgame oder schon im Endgame sind und die meisten Force schon besitzen, da sieht die Sache dann wieder anders aus. Aber gerade als Anfänger kann das ein guter Push sein, um eventuell im Dungeon oder im TUA-Bereich einfach schneller oder besser voranzukommen. Abgesehen davon sind auch sehr viele Monster gut für den Siege, also für den Belagerungskampf und auch unabhängig von den LDs. Und deswegen, wir gehen einmal rein. Ja, wie gesagt, es ist einfach alle Hall of Heroes, das ist der Wahnsinn. Also das ist schon krass, muss ich sagen. Das Ganze geht auch einfach bis zum 25. August. Und zwar die erste Woche ist Feuer-Kitsune, Wasser-Rakshasa, Wind-Undine, Licht-Ninja und Dunkel-Pyrrhae, was ich sehr geil finde. Also ich persönlich freue mich auf den Licht-Ninja. Ja, das ist ein Monster, der mir gerade in Siege helfen kann. Ich kann auch ganz kurz erläutern, warum. Es gibt eine Offense mit Dover und Lucian durch den Speedlead. Das ist alles. Das ist alles, was ich möchte. Ich werde mir so viele Djinns holen. Das ist auf jeden Fall schon mal zum Thema Licht-Ninja. Bei der Dunkel-Pyrrhae, ja, die ist gut für Dungeon-Teams. Also das wäre auf jeden Fall eine Variante, wo man jetzt sagen könnte, okay, die könnte ich mir holen, wenn ich sie nicht habe, weil sie in Speed-Team-Dungeon-Teams immer noch zu gebrauchen ist. Dann haben wir die Windundine, die ist sehr gut für Raid, unter anderem aber auch im Siege-Offense-Bereich mit Immensity oder ähnliches. Wegen dem Leader, gegebenenfalls auch mit Royd und sowas, ist sie auf jeden Fall ein Monster, was auch im Siege vertreten ist. Die Wasser-Rakshasa ist sehr wenig vertreten, vielleicht eher als Fun-Toy. Bei Feuer-Kitsune gut, sie ist ein Bale-Lead, ne? Durch den 40%igen Attack im Feuer kann sie halt im Solo-Raid mit Bale gestellt werden, kennt man halt, ne? Ganz kurz, natürlich können auch alle Monster mehr oder weniger auch als Skill-Up verwendet werden, ne? Wenn du jetzt beispielsweise einen Hahn hast oder so und du brauchst noch Skill-Ups für ihn, natürlich kann man dann sagen, ich kann auch den Licht-Ninja nehmen, weil ich ja die Skill-Ups für meinen Hahn brauche. Wir fangen mit der Feuer-Kung-Fu-Girl an und das ist ein Monster, was ist halt kein großes Einsatzgebiet. Ich mach's kurz und knapp. Wenn überhaupt, also das ist ein Food-Ding. Also die braucht man generell nicht so wirklich. Dann haben wir den Wasservampir, der ist ganz gut eigentlich, gerade im Anfängerbereich, ein gutes Control-Unit und kann auch sehr gut in Dragons verwendet werden. Ja, das ist halt so der ausschlaggebende Punkt. Ist ein gutes Control-Unit, aber auch im Offense-Bereich, im Siege sowie in der Welt-Arena vertreten. Ja, also könnte eine Idee sein für manche auf jeden Fall. Dann haben wir Vince Sylphide und die ist halt wieder so, dass sie, also Assassins, die wird halt wenig benutzt. Also wenn dann auch eher Food, mache ich kurz und knapp. Dann haben wir Licht, Succubus, Aria. Die ist ganz cool. Die habe ich letztens erst noch so bekommen. Gut, jetzt hätte ich sie auch bekommen. Ja, ist ein gutes Monster. Auch ein Control-Unit-Monster. Sieht man häufiger in der Special League. Mach ich es kurz und knapp. Aber ist ein gutes Monster. Dann haben wir Dunkel Phantom Thief. Der ist auch ein bisschen underrated, finde ich. Hier und da sieht man den in Siege Defenses. Aber es ist jetzt nicht so, dass er mega stark vertreten ist. Aber es ist ein gutes Nuker-Monster mit ein bisschen Survival. Man kennt ihn aus TUA. Wir fangen mal mit dem Draco an. Also dem Feuer-Brownie-Magier. Der ist ganz gut für Cleave-Offensiven. Ja, also das ist ein Monster, den man halt eher so für die Offensiven im Cleave benutzt. Also mit in der Arena oder in der Welt-Arena. Oder, ja gut, im Siege nicht so, aber ja, da so. Ja gut, Wasser-Samurai ist inzwischen Fusion, also wer den nimmt, weiß ich nicht. Ja, selbst mit Skill-Ups würde ich sagen, taugt der aktuell nicht, weil man ihn ja halt auch fusionieren kann. Ne? Dann haben wir Wind-Kobold-Bomber. Taurus ist halt ein Bomber, aber ein Bomber, der jetzt nicht so stark vertreten ist. Da ist der Wasserbruder von ihm ein bisschen mehr vertreten oder der Lichtbruder als dieser. Deswegen würde ich ihn auch eher in der Kategorie Skill-Ups oder halt Food sagen. Und dann haben wir Lichtsilfe. Der ist auch wieder. Ich meine, der hat ein Speedlead. Das ist an sich ja nicht schlecht, aber es ist kein Monster, was man sieht. Man sieht ihn hier und da vielleicht mal als Fun-Toy in der Weltarena. Also eher so Special League. Ne, und das war es auch schon. Also würde ich auch eher zum Food tendieren an der Stelle. Wenn man die natürlich noch nicht hat und Lücken auffüllen will, sieht die Sache auch wieder anders aus. Ne, aber das sind jetzt so Sachen, die sind für mich selbstverständlich.
Okay, da haben wir Diaz. Diaz ist gerade für Anfänger ein cooles und Top-Monster. Also wir haben mehrere Varianten bei ihm. Unter anderem kann man ihn auch hier und da in Lobby benutzen. Mach ich kurz. Dann kann man ihn auch sehr, sehr gut im Solo-Raid benutzen. Ja, also das ist ein sehr gutes Monster dort. Und es ist ein sehr, sehr starker Dark-Tank im Siege für die Offense gegen Licht-Units. Ne, also er hat halt seine Einsatzgebiete und Diaz ist da halt auf jeden Fall ein Monster, was man, wenn man ihn noch nicht hat, sollte man ihn hier auf jeden Fall priorisieren, auf alle Fälle. Ist ein sehr gutes Monster. Wir haben Feuerbarbarenkönig und da muss ich ganz ehrlich sagen, trotz dass sie irgendwann mal gebufft wurden, vor 3 Jahren oder so, sind die immer noch nicht so stark vertreten, außer einer, oder ja einer, das ist der Licht. Deswegen, ja, eher Food-Variante, dann Newstone-Kämpfer oder Funtoy, dasselbe auch beim Newstone-Kämpfer Wasser, also wenn, dann eher Funtoy, ich kenne jetzt keine krassen Offensiven oder so mit ihm und im PvE-Bereich auch nicht zu gebrauchen. Dann haben wir nicht Molly Cecile, also hier Windmeerjungfrau, die ist sehr gut, das wissen wir, denke ich, alle, die ein bisschen im Gildenkampf und Belagerungskampf vertreten sind, ist halt ein Defense- und ein Offense-Monster, gerade im Gildenkämpfen. Oder halt im Gildenbereich, nennen wir es mal so. Also ja, das könnte auf jeden Fall helfen, sowie als Skill-Ups vielleicht, als auch für die Leute, die sie halt noch nicht haben. Dann haben wir Lichtpiraten-Captain, der ist auch sehr starkes Food, da mache ich es kurz und knapp, also den wird man nicht groß gebrauchen, außer man will die Lücke füllen, dann okay. Dann haben wir Dunkelmagieritterin und das ist dasselbe Prinzip mit dem Piraten-Captain, das sind alles so Monster, die tendieren hier eher Richtung Food oder Skill-Ups für irgendein anderes Monster oder ähnliches. Außer, wie gesagt, die Windmeerjungfrau. Lexi, also die Feuerassassine, ist ein gutes Raid-Monster tatsächlich durch die Passive. Aber das ist, glaube ich, auch alles. Also mir fällt jetzt kein weiterer Bereich auf Anhieb ein. Dann haben wir Wasserlicht, der gerne in Offense-Bereich benutzt wird, im Siege und in der Special League auf jeden Fall. Also es ist ein Monster, was man dort auch auf jeden Fall benutzen kann. Ist ein gutes Monster. An der Stelle. Dann haben wir Wind, Newstone, Angel, gut. Und Olivia ist so ein Monster, was halt sehr gerne mit beispielsweise Emacity oder Bulldozer gespielt wird oder gegebenenfalls auch Bora. Ne, das ist halt eher so ihr Einsatzbereich. Alle, die halt mit Dev skalieren, können halt relativ gut mit ihr gespielt werden. Abgesehen von Feng, würde ich an der Stelle sagen, weil Feng jetzt kein Nuker ist. Dann haben wir Licht, Todesritter, das müsste Konrad sein. Es gibt eine Kombination mit dem Licht, zweiter Weckung Bär bei ihm, aber die ist sehr speziell und wird auch nicht häufig benutzt, bis gar nicht benutzt. Deswegen würde ich safe sagen. Oder Funtoy Special League, da kann man ihn noch benutzen. Aber im Großen und Ganzen würde ich ihn eher Food, vielleicht für Diaz direkt. Ne, Skill-Ups, die kommt ja vorher, der Diaz. Dann kann man den da reinfuhren. Das ist eine gute Option. Dann haben wir Dunkelundine, Tilasha. Und ja, ihr kennt, denke ich, also alle, die meine Videos ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass ich sie sehr gerne mit Leo und Shizuka in der Offense benutze. Ist ein gutes Monster, ist eine Low-Budget Viva-Chelle. Und da ist, ja, ist ein gutes Monster auf jeden Fall. In der Kombination mit einem Leo oder Ragdoll. Ja, das ist halt so das Ding. Also ich mache es hier mal ganz kurz. Feuer, Halloween-Kürbis war mal gut für Necro, würde ich aber gerade zum Food tendieren. Wasser-Anubis war mal gut gegen Pernas im BKGK, war aber, wir betonen auf war, also würde ich auch eher zu Skill-Ups, auch für andere Anubisse gerade sagen. Dann haben wir Windhorus, der auch unter anderem, nee, ist keine Fusion, der Bruder war, der Wasserbruder war Fusion, ist ein gutes Nuka-Monster immer noch im Siege unter anderem oder halt GK, also Gildenstuff halt, ne, mit in der Kombination, wie gesagt, mit Delph. Also könntet ihr euch hier fast ein ganzes Team zusammenbauen, machen wir es, kann man sagen, ne. Ja, ist halt ein One-Shot-Monster, Death-Ignore-Monster, kann man bauen auf jeden Fall, aber halt eher im PvP-Bereich. Dann haben wir Lichtpiray, die ist Food, also die kann man getrost zum Beispiel in die hier reinstecken, wenn man Lust hat, sie zu bauen. Und dann haben wir noch die Dunkelrakshasa, die mal gut war für Necro und Necro. gibt es aber bessere Alternativen, deswegen wird sie auch nicht mehr groß gespielt. Deswegen würde ich sie aktuell auch eher zu Food- oder Lückenfüller-Pokédex-Zeug sagen. Wir haben auf jeden Fall Feuer-Samurai, der sehr stark zum Food tendiert. Oder als Funtoy meinetwegen. Dann haben wir Sian, der ein sehr guter Bomber ist. Ne, in Bomber-Teams oder als Last Pick in der Welt-Arena oder in Bomber-Arena-Offense-Teams oder ähnliches, Siege-Offense. Gegebenenfalls mal. Ne? Also den kann man sich auf jeden Fall bauen. Und ist ein bisschen doof, dass hier, ich hoffe, hier sind noch irgendwo andere Joker drin, weil ich brauche Joker-Skill-Ups. Warum ist der jetzt mit den Kobold-Bomber drin? Das mag ich nicht. Aber okay. Hier Piraten-Captain ist Food, da mache ich es ganz kurz. Lichtbraunier-Magier ist ein sehr geiles Monster, gerade in der Special League oder aber auch im Siege-Offense-Bereich, beispielsweise mit einer Isabel, kann man den sehr gut zusammenspielen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Monster, der sehr stark vertreten ist in manchen Bereichen. Also kann man spielen.
Ja gut, und der B-Ring, also der Dunkelkoboldbomber, ich freue mich halt wie gesagt darauf, weil das ein sehr gutes Monster in der Special League ist unter anderem. Und ich damals halt wie gesagt schon den Gemini genommen habe anstatt den B-Ring. Und mir fehlt der B-Ring unter anderem auch noch, deswegen ja, mag ich den schon mal. Also ich werde den wahrscheinlich jemand statt den Joker einfach, weil ich den manchmal sehr gerne in der Special League benutzt habe. Aber das ist auch mehr oder weniger fast der einzige Einsatzgebiet. Vielleicht ganz selten mal in der Weltarena. Okay, also gut, wir kennen alle Feuer-Pure Rain, ne? Ist ein sehr stark vertretenes Monster, gerade in der Defense-Bereich oder auch gegebenenfalls im Offense-Bereich, auch mal im Weltarena und sonstigen Bereich. Also sie ist bis auf Dungeon eigentlich sehr stark vertreten, als wegen dem Speed-Lead, den Strip, ist eine bessere Gianna, ich mach's kurz, ist besser als Gianna. Aegir ist aktuell nicht mehr ganz so stark vertreten, war eine Zeit lang sehr, sehr stark vertreten, ist aber auch nicht mehr so stark der Fall, würde ich aktuell eher als Fun-Toy betiteln. Dann haben wir noch Wind, also Chimiter ist ein Cleave-Monster, hat ein Speed-Lead und ist ein Nuke-Monster, so ein AOE-Cleave-Monster halt unter anderem und wird halt sehr gerne auch in der Special-Lead benutzt als Cleave-Variante. Ja, und da kann man sie halt, kann man ihn auch sehr gut benutzen. Gegebenenfalls benutzen ihn auch viele in der Arena-Offense, wenn sie keine anderen Möglichkeiten haben, dann wird der auch noch sehr gerne benutzt. Dann haben wir noch die hier und die würde ich aktuell als Food abstempeln, die Lichtundine. Und Dunkel Neostorm-Kämpfer dasselbe. Also wie gesagt, bei Licht und Dunkel ist immer das Ding, wenn ihr haben wollt und Pokédex machen wollt und auf die hier oben verzichten wollt oder auf Skill-Ups, nehmt sie ruhig. Aber im Großen und Ganzen sind die hier aktuell Food. Okay, also Feuertodesritter ist ein ganz lustiges, aber ich würde ihn aktuell auch eher als Fun-Toy betiteln, weil er hat hier und da mal im Offense-Bereich seine Sachen, aber ist im Großen und Ganzen sehr selten vertreten. Da sieht eine Tetra wieder anders aus, die war ja Hall of Hero, komisch, kommt jetzt wieder. Ist sehr stark vertreten aktuell im Siege, kann sich auch wieder ändern, ist ein sehr guter Counter, gegebenenfalls in der Weltarena. Ja, und ja, also mit der macht man an sich auch nichts verkehrt, ja, wenn man sie noch nicht hat oder noch keine Max Skill hat oder so. Dann haben wir die hier, die war auch mal im Bereich Solo Raid ein bisschen vertreten, hat sich aber auch ein bisschen weggeschwächt. Also ist ein Lead, sage ich mal wieder, für den Solo Raid. Deswegen würde ich auch mal eher als Food abstempeln aktuell. Dann die Lichtassassine, dasselbe Spielchen, ist auch Food an der Stelle. Ja. Und dann haben wir Halloween Kürbis Dunkel. Der ist sehr speziell in manchen Welt-Arena-Teams vertreten. Deswegen würde ich ihn nicht unbedingt als Food abstempeln, aber er ist sehr, sehr speziell. Also würde ich nicht fokussieren auf jeden Fall. Da ist ein Windy halt einfach präsenter als, oder ein Chilling, also ein Isaac, als der. Okay, Antares kennen wir alle, oder? Ist ein sehr gutes Monster im PvP-Bereich, sehr nervig, aber sehr speziell wiederum. Dann haben wir Himmelstänzerin Wasser, kennen wir, ist ein sehr gutes Gildenmonster im Defense-Offense-Bereich, gegebenenfalls auf Weltarena, wäre auf jeden Fall eine sehr gute Variante, wenn man noch keine hat. Kann man sich auch mehrmals bauen, übrigens, ne? Also Himmelstänzerin Wasser kann man sich auch so zweimal bauen, für den Siege. Hm? Muss man ja mal betiteln. Und dann haben wir Wind-Ninja, also Orochi, ist, glaube ich, hier und da für Illudia-Teams ganz nett. Also hier Dimensionsloch da. Aber overall aktuell leider, ich mag die Ninjas halt alle sehr, aber leider glaube ich eher der Schwächste aus der ganzen Familie. Ne, deswegen leider, aber ist ein gutes Monster. Gut, erst würde ich auf jeden Fall eher Richtung Food tendieren. Also da kenne ich weder Einsatzgebiet noch irgendwie irgendwas, was man mit dem machen könnte. Dunkelkitsune, dasselbe Spielchen. Ich glaube, sie war mal ganz funny in der Weltarena. Also richtig lustig, aber ja. Feuerhoros ist ganz lustig, aber würde ich auch eher als Funtoy betiteln. Für PvP-Bereiche, aber an sich auch eher Food. Chilling hingegen ist aktuell wieder ein bisschen mehr vertreten, vor allem im Siege-Defense-Bereich, vermutlich auch im Offense-Bereich dann, aber da ist mir jetzt aktuell nichts bekannt. Oder aber auch in Weltarena nicht ganz vertreten, Special League ist immer vertreten, vor allem wenn es so Richtung Vierstände geht. Oder aber auch, man kann ihn in manchen Dungeons benutzen. Also Chilling ist eigentlich overall ganz gut. Machen wir es kurz. Gutes Monster. Morris hingegen, sehr selten, ist eher so ein Fun-Defense-Toy, würde ich sagen. Dann haben wir Liu Mei. Ja, ist sehr stark vertreten gewesen. Man sieht sie aktuell nicht mehr ganz so stark. Gerade in ab G3, also G2, G3 sieht man sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es im G1-Bereich aussieht. Aber im G3-Bereich, da sieht man sie so gut wie gar nicht mehr. Ganz selten mal, ne, weil die Counter einfach präsent sind inzwischen. Und deswegen wird sie da nicht mehr ganz so gespielt. Aber wäre auf jeden Fall eine Option. Ne? Für Skill-Ups oder neu halt, je nachdem. Dann Corona. Und Corona ist halt eindeutig ein Fun-Toy, da mache ich es kurz. Oder Skill-Ups für andere Brownies, wie zum Beispiel Gemini.
Isabel ankam, ne, hier ist sie. Das ist sie, die ganz gut zu Gemini passt in der Offense-Bereich. Meistens ist da dann auch noch so ein Robo oder so bei. Gegebenenfalls auch, ne, nicht Robo, hier, wie heißt der Cookie. Der Dark Cookie, ich weiß gar nicht, wie der heißt, im richtigen, also in der Summoner's War-Variante. Der Dark Keks ist da halt ganz gerne bei, ne, also in der Team-Konstellation. Ja, auf jeden Fall, sie ist ein gutes Offense-Monster, wie gesagt. Ein gutes Single-Nuke-Monster wird da gerne gespielt im Siege-Offense-Bereich. Licht-Chakram-Tänzer kann man benutzen für Dragons, Abyss Heart unter anderem, also in diesem Chakram-Team halt, da kann man sie benutzen. Ja, also ist jetzt nicht wegzudenken. Dann haben wir den hier und der ist, wenn dann überhaupt ein Fun-Toy, würde ich an der Stelle sagen. Dasselbe, also bei Todesritter Wasser würde ich auch, wenn überhaupt Fun-Toy sagen. Gegebenenfalls mal starker Counter gegen irgendwas ganz Spezielles in der Weltarena, hatte ich auch schon mal gesehen. Aber sehr selten. Deswegen würde ich ihn eher als Fu tendieren. Und er hier ist auch aktuell nicht mehr seine Zeit. War mal sehr stark vertreten, aber sieht man so gut wie gar nicht mehr. Oh mein Gott. Wie viele gab's denn? Okay, jetzt machen wir aber ganz kurz. Jetzt machen wir jetzt hier. Gut, Kakano, kennen wir alle. Sehen wir noch im Siege. Also, kann man bauen. Gutes Monster. Wasser, Neostone, Emma. Kann man mit Feng und so spielen. Ist aber auch nicht mehr ganz so vertreten. Dryade Wind ist ein Monster, was im Dot-Team benutzt wurde. Ob es noch benutzt wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Deswegen vielleicht eher Richtung Food inzwischen. Lichtjoker war mal vertreten nach dem Buff im Siege. Ist aber seltener vertreten. Sieht man hier und da noch, aber seltener. Dann haben wir Dunkel-Zuckobus. Israel oder so. Ist ein lustiges Fun-Toy, aber würde ich auch eher zum Food betiteln. Dann haben wir Wassersylphe. Ist ein Solo-Raid-Monster. Unerweckt, Kampfgeist vollklatschen, kann man benutzen. Oder gegen bestimmte Arena-Defenses, beziehungsweise ne, sowas halt. Dann haben wir Sonette. Ist in meinen Augen aktuell Food für Triana oder ähnliches. Ist eine Low-Budget-Celia, also wird man nicht mehr so stark sehen. Dann Wind-Bumerang-Kriegerin kann in manchen PvE-Bereichen helfen, vor allem in den Rift-Beasts unter anderem. Licht-Halloween-Kürbis sieht man aktuell im Siege-Defense-Bereich, sowie vermutlich dann auch im Offense-Bereich. Ist aber sehr speziell und ob sich das durchsetzt, weiß ich aktuell nicht. Wir haben ihn jetzt häufiger gesehen. Dann haben wir Dunkel-Barbaren-König und den würde ich hundertprozentig als Fun-Toy betiteln. Kann lustig sein, ist okayisch, aber nicht weltspannend. Im PvP-Bereich, ne, wieder. Himmelstänzerin Feuer ist, kann man, glaube ich, im Raid benutzen oder im Necro-Team mal, aber sehr selten vertreten. Dann haben wir Wasser-Cannon-Girl, ist ein Monster, was wir in Abyss-Necro-Hard sehr stark sehen. Kann auch lustig für Special League und so sein. Dann haben wir Windassassine und die ist aktuell Food, ne? Für Isabel zum Beispiel vielleicht. Ne? Kann man da benutzen. Rakshasa Licht ist ein Monster, was man im Urteils-Dungeon nehmen kann. War das Urteil oder ist die Fortress? Bin mir nicht sicher. Also entweder Eiserner Dungeon oder Urteil. Bin mir gerade nicht sicher. Dann haben wir Monte und Monte ist ein Monster, was sehr stark vertreten war bis nach dem Nerf. Dann hat man den seltener gesehen im Siege und GK Defense. Also würde ich aktuell auch zum Food tendieren. Dann haben wir Astar, ist ein gutes PvE-Monster im also ganz vielen Bereichen. Necro, also ab Necro und sehr viel Gilden-Content ist sie sehr stark vertreten und TUA und so ein Kram. Hier ist Malaka, der andere, ne, und der ist als Bomber okayisch, kann man benutzen, ne, also im Offense-Bereich wieder. Dann haben wir Windchakram und dasselbe wie ihre Schwester, also auch wieder eher wenn im Rift Beast, PvE-Bereich, okay. Dann haben wir Licht Kitsune, ist Food, mach ich kurz. Und Dunkel Samurai kann man benutzen im Offense-Bereich als Cleave-Variante. Dann haben wir Feuer Dryade und sie ist auf jeden Fall Food oder Skill-Ups, je nachdem. Dann haben wir sie hier und die ist nicht schlecht fürs 4-Sterne Special League. Also kann man benutzen, wenn man Lust hat. Ist ein lustiges Monster da durch den Speedlead. Dann haben wir Sophia und die kann man, glaube ich, im Giants, also Riesenteam benutzen. Ja. Gibt es bestimmt ein paar Teams mit der. Also PvE-Monster in der Hinsicht dauert, aber overall würde ich es auch eher als Food sagen. Dann haben wir Lichtgargoyle und der wird sehr selten mal im Siege gespielt, aber sehr selten. Also sehr speziell, also auch eher Food vielleicht. Dann haben wir noch den da und der ist auch, wenn überhaupt, ein Fun-Toy in der Special League. Keine wirklichen PvE-Monster, die zwei hier.
Dann haben wir Woche 18 mit der hier. Und die ist okay in bestimmten PvE-Bereichen wie TUA oder gegebenenfalls auch wieder Rift Beasts und sowas. Dann haben wir Lure, also Phantom Thief Wasser. Und das ist ein gutes Monster. Finde ich teilweise sogar ein bisschen besser als Galeone. Vor allem, wenn es dann so Richtung RTA-Stuff und sowas geht. Da kann man den sehr gut benutzen auf jeden Fall. Also auch eher PvP-Monster mit Deathbreak, Pushback, dies, das. Ja. Dann haben wir Yuno und Yuno ist ein sehr gutes Monster im Siege vor allem. Also sehr gutes Counter-Monster, so wie im Siege, GK, BK, ne? Und Weltarena kann man den sehr gut als Counter-Monster-Methode nehmen. Von der weiß ich ehrlich gesagt gar nichts, aber ich glaube, sie ist sehr gut im TOA-Hell-Bereich in manchen Stages. Dann haben wir sie hier und die sieht man, das ist lustig, die sieht man immer zur Special League. Die sieht man jedes Mal. Dann haben wir den hier, der ist Food, da mache ich es kurz und knapp. Bei ihr hier aktuell auch Food, war mal sehr stark vertreten, aber ist Food. Fuku hingegen kann man spielen. Ja, würde ich nicht unbedingt direkt als Food abstempeln, aber sehr spezielles Monster in PvP-Bereichen. Dann haben wir den hier und der Lukas, der war mal ganz gut in PvE-Bereichen, vor allem auch so in Beasts wieder. Ne? Da war er sehr stark vertreten, ist aber nicht mehr so stark vertreten. Dann haben wir sie hier, die war mal sehr stark vertreten im Siege-Defense-Bereich, ist es aber auch nicht mehr, deswegen würde ich sie auch eher Richtung Food tendieren. Dann haben wir Plati und sie würde ich auch als Skill-Up für Tetra oder Cecile sagen. Dann haben wir Wasser-Gargoyle und ich glaube, das ist der Gargoyle, der am wenigsten von allen benutzt wird, also auch eher Food. Dann haben wir Karabiner und er war mal sehr gut in der Weltarena als Counterpick, aber ist nicht mehr der Fall. Ja, also kann man auch, also sehr selten mal gesehen. Kann man noch, aber ist sehr selten gesehen. Deswegen kann man vielleicht noch benutzen, aber sehr selten. Dann haben wir Meister des Gifts und den habe ich fünfmal, ich habe den nicht einmal gebaut. Also ich würde ihn auch eher als Food stemmen. Ich glaube, der hat ein Einsatzgebiet im Steve Fortress oder Urteil oder sowas. Aber da gibt es auch andere Alternativen. Dann haben wir Dark Horus und der ist sehr geil. Arena Defense, gegebenenfalls Weltarena, ne, sowas halt. Also das ist ein gutes Monster. Also wenn man den noch nicht hat, dann würde ich mich auf der hier auf jeden Fall sehr stark auf den hier fokussieren. Woche 21, der hier, ja, die sind sehr RNG-lastig, deswegen würde ich ihn als Funtoy betiteln. Wasser-Zyter-Meisterin kann sehr gut im Siege unter anderem sein, aber auch in der Weltarena, also kann man benutzen. Wind-Gemini, keine Ahnung wie der heißt, Aquila, ist ein Cleave. Monster, meine ich, gewesen, aber auch nicht mehr ganz so vertreten. Und hier haben wir Mimir. Mimir ist ein sehr gutes Monster für Siege, also wenn man den nicht hat, kann man den auf jeden Fall für den Offense-Bereich im Siege benutzen. Aber Balita oder Billita oder wie die heißt, und die ist okayisch in manchen Sachen, aber würde ich eher aktuell auch eher zum Food tendieren. Klingentänzerin kann man gut mit Lucian zusammenspielen, also kann man machen. Suiki, sehr geiles Monster, so wie im Siege, sowie aber auch in der Weltarena, sehr, sehr stark, also ja. Runenschmieden, die ist Food in meinen Augen. Emily, lustiges Funtoy, mach ich's kurz. Ich mag sie sehr, aber es ist halt ein lustiges Funtoy. Dunkelhypnomiau sieht man mal hier und da in manchen Siege Defenses. Das ist ein Ignore-Defense-Monster mit Voraussetzung. Kann sehr stark sein, ist aber auch eher ein Funtoy. Dann haben wir Feuerrobot, er ist eher Counter in manchen Bereichen, manchmal Siege Offense, aber hauptsächlich so Weltarena. Dann haben wir Kung Fu Girl und ich glaube, sie wird immer noch im Solo Raid benutzt, unter anderem. Also kann man immer noch gut benutzen. Rakshasa Wind, dasselbe Spielchen, aber nicht unbedingt im Raid, sondern gegebenenfalls mal Siege Offense oder aber auch in Dungeon Urteil, meine ich. Ich verwechsel die zwei Dungeons immer, aber ja. Dann haben wir Lichtsamurai und der ist, wenn überhaupt, als Cleave-Variante eventuell mal da. Er ist für mich Food. Ich mag ihn nicht, aber manche mögen ihn. Deswegen mache ich mal Food ganz leise. Dann haben wir hier die letzte. Gut, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, weil das die aktuellsten Hall of Heroes waren. Ne? Wasser-Chakram-Tänzer kennen wir alle. Sehr starkes PvE-Monster sollte man sich holen, wenn man auf die anderen verzichten kann. Wind, Meister des Gifts, ist für mich Food. Auf jeden Fall. Dann haben wir sie hier, die ist ganz lustig, aber nicht so geil wie gedacht am Anfang. Und er hier ist ein sehr geiler Lichttank geworden. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Stuff, was wir bekommen und das ist eigentlich ganz cool. Ne? Also das lasse ich mal ganz kurz so stehen. Sehr geil. Ne? Ich freue mich, wie gesagt, hauptsächlich hier auf Jin und Behring. Der Rest sind für mich Skill-Ups. Gut, das war's. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute, war ein sehr langes Video. Aber ich hoffe, vielleicht konnte ich so vor allem die Anfänger so ein bisschen helfen mal. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.